Die Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirchen innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland, altkonfessioneller Kirchen und zahlreicher Freikirchen. Die Diakonie Deutschland handelt dem Selbstverständnis der Diakonie entsprechend als soziale Arbeit der evangelischen Kirchen an Menschen aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht und Religionszugehörigkeit. Unter dem Dach der Diakonie und der rechtlich selbstständig agierenden 19. Diakonischen Werke arbeiten 453.000 hauptamtliche Mitarbeiter und weitere rund 700.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Es gibt etwa 27.100 diakonische Einrichtungen und Dienste mit insgesamt etwa einer Million Betreuungsplätzen in Deutschland. Bis 2012 nahm das Diakonische Werk der EKD als eigenständiger eingetragener Verein, zu dem die Aktion Brot für die Welt gehörte. Die Aufgaben der Diakon in Deutschland war mit der Zusammenführung des Diakonischen Werks der EKD und des Evangelischen Entwicklungsdienstes zum neuen Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung im Oktober 2012 trat die Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband als Teilwerk des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung die Nachfolge des Diakonischen Werkes der EKD an. Die Diakonie Österreich ist der entsprechende Dachverband in Österreich. Geschichte in der Kirche. In der Geschichte hat es immer eine Diakonie gegeben. Orden, die sich der Krankenpflege widmeten, treten in der mittelalterlichen Geschichte dabei am meisten hervor. Nachreformatorisch haben die von August Hermann Franke gegründeten Frankeschen Stiftungen in Halle, das von Johann Hinrich Wechern aufgebaute raue Haus in Hamburg, der 1836 von Theodor Fliedner in Kaiserswerth ins Leben gerufene rheinisch-westfälische Diakonissenverein und der Neukirchener Erziehungsverein den Pfarrer Andreas Brehm mit Mitgliedern seines Presbyteriums 1845 in Nukirchenfluin gründete eine besondere Stellung. Besonders in der evangelisch reformierten Kirche kam es durch Rückbesinnung auf die ursprüngliche Bedeutung des Diakonats im Neuen Testament bei. Johannes Calvin zur Erneuerung des Amtes des Diakons oder Armenpflegers in der örtlichen Gemeinde. Im reformierten, gegliederten Amt stehen Pastoren, Gemeindeälteste, Lehrer und Diakone. Gleichberechtigt nebeneinander. Einen wesentlichen Neuimpuls erhielt die Diakonie am 22. September 1848. Johann Hinrich Wichern, der 15 Jahre zuvor das raue Haus in Hamburg für verwahrloste Kinder gegründet hatte, rückte in einer zweistündigen Stehgreifrede auf dem Kirchentag zu Wittenberg das diakonische Handeln in die Mitte kirchlichen Tuns. Seine Rede gipfelte in den Sätzen: Wichern erkannte an, dass es an etlichen Stellen bereits diakonisches Engagement gab. Daher meinte er, an manchen Stellen bedürfe es nicht neuer Initiativen, sondern der Weiterentwicklung und Umorganisation von Bestehendem. Man solle aufhören, karitative Bestrebungen als Dilettanten arbeiten und als bloß philanthropische Unternehmungen zu betrachten. Sie müssen als heilige Aufgaben der evangelischen Kirche erfasst und als solche mit neuem Ernste in das Volksleben eingeführt werden. Auf den Kanzeln soll man sie fortan verkündigen hören anführungszeichen Wichern ging es um christliche Barmherzigkeit. Sein Hauptziel war die Kräftigung der Selbsthilfe der sozial bedrückten. Das soziale Versagen der Kirche erkannte er rückhaltlos an. Auch für die sozialistischen Bestrebungen hatte er Verständnis. Wicherns Rede zündet und führt 1849 zur Gründung des Zentralausschusses für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche. Der Zentralausschuss für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche evangelischen Kirche war der Beginn kirchlich organisierter Diakonie, dem die Entstehung vieler rechtlich selbstständiger heime Anstalten und Einrichtungen im Geiste der Diakonie folgte. Diakonie nach dem Zweiten Weltkrieg nach 1945 wurde das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland gegründet. Es erschloss Auslandshilfen und belebte ökumenische Kontakte, um die Hungersnot in Deutschland zu bekämpfen. Vertriebene und Flüchtlinge anzusiedeln und die Jugend Berufsnot zu lindern. Die innere Mission und das Hilfswerk schlossen sich ab 1957 in landeskirchlichen Werken zusammen. 1975 wurden sie im Diakonischen Werk der EKD vereint. Am 19. März 1991 traten die Diakonischen Werke der Kirchen des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR dem Diakonischen Werk der EKD bei. Das Diakonische Werk koordinierte seit den 1950er Jahren vielfältige Hilfen für Kirche und Diakonie in der Deutschen Demokratischen Republik und hatte durch Ludwig Geisel auch eine bedeutende Rolle beim Freikauf von über 30.000 politischen Gefangenen. In der Nachkriegszeit kam es auch in Heimen des Diakonisches Werkes zu schweren Kindesmisshandlungen, die in den Jahren 2009 und 2010 Gegenstand des vom Deutschen Bundestag eingerichteten Rundentisches Heimerziehung waren. Im Juni 2010 wurde eine Telefonberatung für Menschen, die von Mitarbeitern der Kirche oder ihrer diakonischen Einrichtungen missbraucht worden sind. Eingerichtet. Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband. Die Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband ist ein Teilwerk des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung mit Sitz in Berlin. Es besitzt darüber hinaus eine Dienststelle in Brüssel. Die Diakonie Deutschland arbeitet mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammen, um die Sozialstaatlichkeit Deutschlands zu fördern. Es versucht, jedem Bürger in Not Hilfe zu gewähren. Neben der unmittelbaren Hilfe setzt sich die Diakonie Deutschland auch politisch ein Für die gemeinsamen Interessen der Diakonie und Für die Interessen der Menschen, für die die Diakonie tätig ist. Punkt. Dies geschieht gegenüber politischen Organen und Gremien wie Parlament und Regierung im In- und Ausland. Die Diakonie Deutschland wirkt durch Stellungnahmen an der Gesetzgebung des Bundes mit. Sie fördert die Werke, Verbände und Einrichtungen, die in der Diakonie Deutschland zusammengeschlossen sind, und dient der Zusammenarbeit der Mitglieder. Es bietet ihnen Dienstleistungen an. Als Anwalt für Menschen in Not und sozialpolitischer Impulsgeber trägt es zur fachlichen Entwicklung der Arbeit bei. Gegenwärtig sieht sich die Diakonie Deutschland vor die umwälzende Herausforderung gestellt, dass der Wohlfahrtsstaat mit seinem Subsidiaritätsprinzip mehr und mehr einem freien Markt der Sozialleistungen Platz macht. Hierdurch sieht sich die Diakonie mit zunehmend mehr Konkurrenz konfrontiert. Die Diakonie Deutschland ist Mitglied im Netzwerk Europäische Bewegung Die Diakonie Deutschland ist Mitglied des Vereins Aktion Mensch. Struktur Mitglieder der Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband sind die EKD, die Landesverbände, das heißt die Diakonischen Werke der evangelischen Landeskirchen, altkonfessionelle Kirchen sowie mehrere Freikirchen mit ihren Diakonischen Einrichtungen sowie 70 Fachverbände. Es gibt folgende 19 Landesverbände. Diakonisches Werk der Ewig Landeskirche in Baden e. V. Karlsruhe. Diakonisches Werk der E.V. Ludkirche in Bayern e. V. Nürnberg. Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlause C. V. Berlin. Diakonisches Werk Bremen e.V., V. Landesverband der Inneren Mission e.V. V und Diakonie Hilfswerk der Nordelbischen E.V. Ludkirche, Hamburg. Diakonisches Werk in Niedersachsen e.V. Hannover. Diakonie Hessen. Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen Waldeck e.V. Frankfurt. Diakonisches Werk der Lepischen Landeskirche e.V. Detmold. Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e.V. Schwerin. Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V. Halle. Diakonisches Werk der e.V. REF Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland leer. Diakonisches Werk der EV Ludkirche in Oldenburg -E. V Oldenburg Diakonisches Werk der EV Kirche der Pfalz Speyer Diakonisches Werk der EV Kirche im Rheinland T -E. V Düsseldorf Diakonisches Werk der EV Kirche von Westfalen Münster Diakonisches Werk der EV Lud Landeskirche Sachsens EV Radebeul Diakonisches Werk der EV Lut Landeskirche Schaumburg Lippe V Stadthagen Diakonisches Werk Schleswig-Holstein und Landesverband der Inneren Mission (EV Rendsburg), Diakonisches Werk der EV Kirche in Württemberg (EV Stuttgart). Neben den 19 Landesverbänden gehören neun in der Diakonischen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossene Kirchen zur Diakonie Deutschland. Arbeitsgemeinschaft mennonitischer Gemeinden in Deutschland KADÖR und Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland KADÖR und freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland. KADÖR Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen KADÖR Evangelische Brüder-Unität Herrn Herrnhuter Brüdergemeine KADÖR Evangelisch-Methodistische Kirche in Deutschland KADÖR Die Heilsarmee in Deutschland Religionsgemeinschaft KADÖR Katholisches Bistum der Altkatholiken in Deutschland KADÖR Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche KADÖR Sie alle engagieren sich in der Wohlfahrtspflege und bemühen sich um Hilfe für Menschen in Not. Die Arbeit wird in dem Liedsatz Diakonie, damit Leben gelingt, zusammengefasst. In den Leitungsgremien der Diakonie Deutschland sind Kirchenrepräsentanten führend. Die Rechtsform und Besitzverhältnisse können bei den Werken unterschiedlich geregelt sein. Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung ist das höchste Beschlussgremium des evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung und beschließt die allgemeinen Grundsätze für die Arbeit der Diakonie. Sein Ausschuss Diakonie berät den Vorstand und Bereitet Beschlüsse der Konferenz zur diakonischen und volksmissionarischen Arbeit vor. Konferenz und Ausschuss setzen sich aus gewählten Vertreterinnen und Vertretern der 70 Fachverbände, der 19 Gliedkirchlichen Diakonischen Werke sowie aus Einzelpersonen aus Kirche und Diakonie zusammen. Präsident der Diakonie Deutschland ist seit Juli 2014 der Theologe Ulrich Lilje. Er wurde im März von der Konferenz für Diakonie und Entwicklung an die Spitze des Evangeliums Wohlfahrtsverbands gewählt. Sein Vorgänger war Johannes Stockmeier. Der Leitung der Diakonie Deutschland gehören neben dem Präsidenten der Vorstand Sozialpolitik Maria Lohheide und der Vorstand Finanzen, Personal, Organisation, Recht, Wirtschaft Jörg Rutschnitt an. Finanzierung der Haushalt des Bundesverbands hatte 2012 eine Bilanzsumme von rund 55,4 Millionen Euro. Die Haushalte der Mitglieder und der diakonischen Richtungen, die die unmittelbaren diakonischen Tätigkeiten umfassen, sind davon unabhängig. Arbeitbeispiele für Arbeitsfelder sind Altenhilfe, z.B. Altenpflegeheime, Begegnungsstätten, Arbeit und Arbeitslosigkeit, z.B. Beschäftigungsunternehmen, Jugendarbeitshilfe, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern in der Diakonischen Akademie Berlin und Stuttgart. Begleitung und Förderung junger Menschen in Zivildienst und freiwilligem sozialen Jahr. Behindertenhilfe, z.B. Beispiel Beratungsstellen, Schulen, Ausbildung und Eingliederung, Wohnangebote, Familienhilfe, zum Beispiel Müttergenesungswerk, Frauenhäuser, Beratungsstellen für Ehe, Familien und Lebensfragen und Schwangerschaftskonflikte, Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten, zum Beispiel Wohnungslosenhilfe, Strafentlassenenbetreuung, Bahnhofsmissionen, Beratung für Prostituierte. Gesundheit, zum Beispiel Kindererholung, Krankenhäuser, Hospize und Hospizarbeit, Jugendhilfe, zum Beispiel Heimerziehung, Kindergärten, Kinder- und Jugendsozialarbeit, Verein für internationale Jugendarbeit, Krankenpflege, vor allem Diakonie, Sozialstationen, Migration, zum Beispiel Beratung für Migranten, Asylsuchende, Flüchtlinge, Aussiedler, Auswanderer, Psychiatrie, Suchtkrankenhilfe, Beratungsstellen, Fachkliniken und Rehabilitation, Telefonseelsorge, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, Schuldnerberatung. Internationale Zusammenarbeit und Aufgaben. In Europa arbeiten mehrere diakonische Werke verschiedener Länder in Eurodiakonia zusammen. Sie vertreten damit gemeinsam die Interessen der Mitgliedsverbände gegenüber den europäischen Institutionen. Weltweit sind die diakonischen Werke in einem Weltverband zusammengeschlossen. Die europäischen Verbände sind in der Regionalversammlung Europa Afrika eingebunden. Bedeutung des Symbols. Das Logo der Diakonie enthält das Kronenkreuz, das Richard Böhlent von der Kunstschule Berlin im Jahre 1925 entworfen hatte. Es stellte ursprünglich die künstlerische Verbindung der Buchstaben I und M dar. Bekannt wurde es aber als Kronenkreuz, wobei das zu erkennende Kreuz für Not und Tod steht und die Krone für Hoffnung und Auferstehung. Das Signet wurde bei der Gründung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland im Jahre 1957 als eigenes Symbol übernommen.